Bin ich irgendwie zu weit weg? Hi! Herzlich willkommen. Wir haben uns heute hier versammelt, um meine Schande zu betrachten, denn ich habe, oder was haben wir denn heute? Heute ist der 27., glaube ich. 26.? Nee, 26. ist heute. Und eigentlich wären ja noch ein paar Tage hin bis zum Ende des Monats, aber ich habe jetzt schon 10 Bücher gekauft. Das ist für mich XXL und deswegen werden wir einen Strich unter diesen Monat ziehen und nichts mehr einziehen lassen, beziehungsweise ich werde nichts mehr einziehen lassen, aber euch natürlich trotzdem zeigen, was eingezogen ist, auch wenn ihr viele schon gesehen habt in diesem Book Haul, den ich euch hier oben verlinke. Aber das waren ja nur 1, 2, 3, 4, das heißt, es sind ja noch 6 andere, die ihr noch nicht gesehen habt. Deswegen, ja. Tada, herzlich willkommen zu den Neuzugängen aus dem Juni. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Bücher bei euch eingezogen sind, ob ihr die gezeigten Bücher kennt. Wie gesagt, ihr kennt ja schon ein paar. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ihr schreibt gerne einfach irgendwas in die Kommentare, was ihr zu den Büchern gerne zu sagen habt. Und ja, Fun Fact, der Kater ist heute aus dem Fenster gesprungen. Ihm geht's gut. Aber deswegen ist er jetzt ein bisschen... Zu Anfang zeige ich euch die Bücher, die ihr schon gesehen habt, die eingezogen sind, im Schnelldurchlauf. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann sehr, sehr gerne hier oben in dem Video. Und zwar das erste Buch, was ihr auch schon gesehen habt, ist Crescent City 2 mit dem Buchschnitt. Gott sei Dank. Genau, kennt ihr schon, wisst ihr schon, ich liebe Crescent City, deswegen eingezogen. Mann, ey, meine Nase juckt so. Dann einmal von Franziska Fischer, In den Wäldern der Biber. Habe ich noch nie gesehen, hört sich nach einer sehr, sehr entschleunigenden, sehr, sehr ruhigen Geschichte an, die in Deutschland spielt. Bin ich sehr gespannt. Auch wieder mit so einem, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe da im Moment so einen kleinen Fable für grumpy Senioren, die in den Büchern eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, deswegen... Das. Dann einmal das neue Buch von Beth O'Leary und zwar Up to Date. 3 Dates machen noch keine Liebe oder. Ich habe so ein bisschen Gemischtes davon gehört von eurer Seite. Bin mal sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Es ist auch tatsächlich recht dünn. Nee, geht eigentlich. Aber irgendwie finde ich, sieht es dünner aus als ihre anderen Bücher. Wenn es ein bisschen laut ist, I'm sorry, der Kater spielt mit seinem Spielzeug. Und als letztes eingezogen ist Welch grausame Gnade von Chloe Gong. Ist, glaube ich, auch fast bei jedem eingezogen, auf Deutsch zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es Fantasy ist, beziehungsweise einfach nur Mystery, weil es geht hier um Mafiosi in Shanghai in den 1920er Jahren. Ich bin sehr gespannt. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an, haben aber auch, wie gesagt, sehr, sehr viele von euch schon wahrscheinlich auf Englisch gelesen oder bereits auf Deutsch zu Hause. Aber es ist halt auch eingezogen. Und dann ein Buch, was vielleicht einige gesehen haben, die das erste Bukopoli-Video sich angeschaut haben. Das ist dann nämlich auf die Leseliste für den Juli gelandet. Kann ich euch auch mal hier oben verlinken. Und zwar ist es Das Kind und ihr muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Das ist das Sachbuch, was wir für Bukopoli lesen müssen. Und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hier geht es um glückliche Beziehungen durch Urvertrauen, wie man als Kind... durch dieses Urvertrauen eben wächst und dann zum Erwachsenen wird. Dieses Urvertrauen führt einen dann durchs Leben und dann geht es aber irgendwie auch darum, dass bestimmte Erfahrungen und auch Kränkungen uns halt prägen und das eben unser gesamtes Beziehungsleben umfasst. Deswegen bin mal sehr gespannt, wie das sein wird. Ist ja gefühlt seit 1 Milliarde Jahren auf der Bestsellerliste. Jetzt kommen wir aber zu den Büchern, von denen ich wirklich glaube, dass ihr die auf meinem... Wo ich glaube, dass ihr sie auf meinem Kanal noch gar nicht gesehen habt. Vielleicht auf Instagram hier und da, aber... Stand jetzt auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal noch nicht. Das nächste Buch, was ich jetzt zeige, ist auch das letzte Buch, was eingezogen ist. Und zwar war ich immer so mit dem Gedanken bei diesem Buch und dachte mir so, ach ja, das kaufen wir uns mal. Habe aber nie gerafft, von welcher Autorin das Buch eigentlich ist, bis ich dann irgendwann mal gesehen habe, Casey McQuiston. Ich habe mit meiner Freundin geschrieben und sie dann so, ja, was soll das schlechteste Buch von der Autorin sein? Ich so, hä, wer hat das denn geschrieben? Gucke. Und ich so, oh mein Gott, Casey McQuiston, what? Weil das sieht halt gar nicht aus wie ihre anderen Bücher. Und dann habe ich es mir halt natürlich sofort gekauft, weil ich ihre anderen beiden Bücher auch ganz gerne mochte. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte. Es ist aber ein Young Adult Buch, also YA und nicht New Adult, also junge Erwachsene. Denn hier geht es darum, dass Chloe Green fast am Ziel ist. Sie hat bald ihre Highschool in der konservativen Kleinstadt Alabama hinter sich und zwar als Jahrgangsbeste. Wenn nicht Ballkönigin Sarah Wheeler, die rundum perfekte Tochter des Schuldirektors, einen Strich durch die Rechnung machen würde oder gemacht hätte. Denn die beiden küssen sich mit einem einzigen Kuss, bringt eben Sarah, ich würde mal Sarah statt Sarah sagen, Chloes Welt ins Wanken, nur um anschließend wieder wie vom Erdboden verschluckt zu werden. Statt Antworten findet Chloe lediglich kryptische Nachrichten von Sarah, die sie auf
eine atemlose Suche schickt, wahrscheinlich dieses Girl zu finden. Als Chloe Sarahs Geheimnissen auf die Spur kommt, beginnt sie zu ahnen, dass hinter der kleinen Stadt mehr stecken könnte als gedacht. Bin jetzt mal gespannt, ich kann mir da noch gar nicht so viel drunter vorstellen. Ich habe gehört, dass einige das mit Margos Spuren von John Green verglichen haben, habe ich nie gelesen, aber keine Ahnung, wegen diesem Spurenaspekt kann ich mir ganz gut vorstellen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist eine quirlig, queer und herrlich romantische Geschichte von Casey McQuiston. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall extrem auf dieses Buch. Dann ist etwas passiert, worauf ich sehr nicht stolz bin, sondern sehr, ich bin da sehr peinlich berührt. Ich wollte nie ein Buch dieser Autorin lesen, habe mir jetzt aber ein Buch gekauft aufgrund des TikTok-Hypes. Und zwar von Colleen Hoover, nur noch ein einziges Mal, beziehungsweise It Ends With Us auf TikTok, beziehungsweise auf Englisch. Und es geht ja so durch die Decke und ich mag Colleen Hoover, ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen oder gehört, mag es aber irgendwie aus Prinzip nicht tun und jetzt habe ich es aber doch gekauft und jetzt habe ich es auch schon angefangen zu lesen und es sind schon ein, zwei lustige Sprachnachrichten dabei rumgekommen. Ich glaube, ich werde die in meinem Lesemonat mal mit einfügen, weil, also, ich werde aber euch vorlesen, worum es geht, wenn ihr nicht sowieso schon wisst, worum es in diesen Büchern oder in diesem Buch generell geht. Als Lily nach Boston zieht, scheinen all ihre Träume wahr zu werden. Eine neue Stadt, der Start ins Berufsleben und dann nach Ryle. Attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lily verliebt. Vergessen ist ihre schwierige Kindheit, vergessen auch Atlas ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lily zufällig Atlas wieder und auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie niemals von ihm erwartet hätte. Also, wie gesagt, mein erstes Colleen Hoover Buch. Ich kann ein bisschen spoilern, ich bin bei Minute 45 gewesen, also ich höre es gerade. Und bei Minute 45 habe ich schon das Gefühl gehabt, dass Ryle ein richtiger... Sorry. Ich kann ihn nach 45 Minuten von 11 Stunden Hörbuch schon gar nicht leiden. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bin jetzt auf jeden Fall schon dabei, Atlas, obwohl er noch nicht einmal vorgekommen ist, außer in einem Rückblick, viel lieber zu mögen als Ryle. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es mir noch so gefallen wird. Aber ein oder andere Mal war ich schon fassungslos bei diesem Buch. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, mein erstes Colleen Hoover Buch. Ich bin leicht beschämt, aber freue mich auch irgendwie. Das nächste Buch ist eine Geschichte, die ich von euch, glaube ich, über Instagram auch empfohlen bekommen habe von einer Zuschauerin von mir. Und ich hatte das Buch aber vorher schon irgendwie so im Hinterkopf gehabt und habe es mir dann auch letztendlich gekauft, weil ich fand, es hat sich so nice angehört. Und zwar ist es In 5 Jahren von Rebecca Serle. Keine Ahnung, wie ich es auf Englisch aussprechen soll. Serle? Keine Ahnung. Dieses hier ist sehr, sehr dünn, aber die Geschichte dahinter, die Idee dahinter finde ich total spannend und total, ich meine, es macht einfach Spaß. Es ist auch wieder so eine leichte, lockere Sommergeschichte, würde ich es einmal eigentlich einordnen. Aber ich habe auch schon gehört, dass es auch zum Teil traurig sein soll, deswegen bin ich sehr gespannt. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Als die zielstrebige New Yorker Anwältin Danny beim wichtigsten Bewerbungsgespräch dieses eben gefragt wird, muss sie nicht lange überlegen. Sie hat nämlich ihr Leben minutiös ausgeklügelt geplant. An diesem Abend macht ihr Freund einen Heiratsantrag und sie legen sich schlafen und gehen mit dem guten Gefühl, dass alles so läuft, wie sie sich gewünscht hat, ins Bett. Doch diese Nacht wird alles verändern, woran sie bisher geglaubt hat. Denn es wird, glaube ich, so sein, dass die Protagonistin in dem Traum bzw. in einer Stunde oder so aufwacht und alles sich verändert hat. Und sie wacht, glaube ich, auf im einer fremden Wohnung mit einem Ring am Finger, aber neben einem fremden Mann und ist total happy und weiß aber irgendwie gar nicht, wo sie sich jetzt befindet, weil sie denkt sich so, hä, irgendwie war das gerade eben noch anders. Dann wacht sie wieder auf und trifft und lebt ihr Leben weiter und trifft dann aber 4,5 Jahre später genau diesen Mann, den sie in ihrem Traum für eine Stunde sozusagen gesehen hat, mit dem sie glücklich eigentlich zusammen war. Und jetzt fragt man sich, okay, was passiert in diesen 4,5 Jahren? Was passiert in diesen 5 Jahren? Was ist in 5 Jahren? Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und freue mich auf dieses Buch. Und ich finde, es hört sich so toll an. Boah, dieser Heuschnupfen, meine Nase ist so zu. Hört man das? Ein bisschen, ne? Oh mein Gott, ich bin ein Opfer. Ich habe einen fetten Kratzer auf dem Cover. That hurts. Und ich bin auch eigentlich ein bisschen enttäuscht von der Aufmachung her, denn es ist von Kellen Byron. Cinderella ist tot. Und ich habe hier einfach einen fetten Kratzer. Und das ist so... Pappe ohne Schutzumschlag. Ihr wisst, ich Hardcover, eigentlich mag ich lieber Taschenbücher, aber wenn Hardcover, dann doch bitte irgendwie schön. Und ich finde, das ist wie so ein Kinderbuch aufgemacht. Diese Kinderbücher haben eigentlich immer diese Kartonage als Umschlag.
Aber naja, dieses Buch ist wahrscheinlich auch fast bei jedem auf Deutsch eingezogen, der sich so ein bisschen mit dieser Booktube- und Booktok-Welt auseinandersetzt. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich habe schon gute und schlechte Meinungen gehört. Es soll eine queere Cinderella-Adaption sein. Hier geht es nämlich darum, dass jedes Mädchen ab dem 16. Lebensjahr dazu verpflichtet ist, den jährlichen Ball zu besuchen. Sollten sie dieser Anordnung nicht nachkommen, werden sie ins Gefängnis gesteckt. Nach dem dritten Ballbesuch muss man einen Mann gefunden haben, denn sonst hat man seine Rechte verwirkt und gilt als vogelfrei, also sozusagen Freiwild. Dies sind die Gesetze in Cinderellas Königreich, der Heimat der jungen Sophia. Ihr dritter und letzter Besuch des großen Balls steht unmittelbar bevor, ihre Chance von einem Mann erwählt zu werden. Also diese letzte Chance halt eben. Aber Sophia will keinen Mann. Sie ist in ihre beste Freundin Erin verliebt. Als Erin auf dem Ball gedemütigt wird, setzt sich Sophia offen dem König entgegen oder widersetzt sich Sophia offen dem König und muss fliehen. Nur wenn sie einen Weg findet, die Herrschaft der Männer im Königreich zu beenden, kann sie ihr Leben, ihre Familie und ihre große Liebe Erin noch retten. Also ein LGBTQ-Roman, der aber auch darum geht, um so ein bisschen Women Rights. Zumindest bin ich mal gespannt, wie es so sein wird. Bin eigentlich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise bin generell ein bisschen enttäuscht von der Aufmachung her und von diesem Kratzer. Kommen wir zum letzten Buch. Und dieses Buch, damit liebäugle ich schon länger. Und jetzt ist es halt auf Deutsch, beziehungsweise auf Deutsch ist es schon länger, beziehungsweise schon immer. Ich glaube, die Autorin ist sogar deutsch. Aber es ist jetzt im Taschenbuch, beziehungsweise Paperback rausgekommen. Und es ist einer der Lieblingsreihen oder beziehungsweise, doch, ich glaube, das ist deine Lieblingsreihe, Vanessa. Korrekt. Auf jeden Fall einer der Lieblingsreihen von meiner Freundin. Und deswegen habe ich es mir jetzt gekauft, weil sie sich jetzt so lange den Mund fusselig geredet hat, dass ich mir dieses Buch kaufen soll, dass ich es dann auch endlich getan habe. Und zwar geht es um Vortex von Anna Benning. Ja, ich habe diese Paperback-Ausgabe. Sie hat diese wunderschönen Hardcover-Ausgabe mit dem bunten Buchschnitt. Aber ich muss sagen, irgendwie geht mir dieser ganze bunte Buchschnittgedönse auch so ein bisschen auf den Keks mittlerweile, weil ich mir so denke, machen jetzt nichts mehr Besonderes, weil alle das irgendwie machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt Vortex eingezogen. Und zwar hat meine Freundin gesagt, dass es halt von Anna Benning Geschichten sind, die nicht so 0815 sind. Die sind immer was Besonderes. Die hat es so in dem Umfang vielleicht noch nicht ganz gegeben und sind halt auch eher so ein bisschen jünger. Also nicht so mit Sexy Time und so, sondern ich glaube, die sind alles relativ junge Personen. Aber muss ja auch nicht immer sein. Ich lese euch auf jeden Fall vor, worum es geht. Der Tag, an dem der erste Vortex über unsere Welt zog, veränderte alles. Er veränderte unsere Länder, unsere Meere, er veränderte uns. Seine Energien weckten Kräfte, die es nicht geben sollte. Kräfte des Feuers, der Erde, der Luft und des Wassers. Unsere Welt ist heute eine andere, doch die Vortexe sind geblieben. Ich lernte, in ihren Wirbeln zu laufen. Ich lernte, ihre Kräfte zu meinen Kräften zu machen. Doch ich wusste nicht, welche Macht ich dadurch entfachen würde, bis ich ihn traf und meine Welt endgültig aus den Fugen geriet. Ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen, außer dass es halt sehr gut sein soll. Und dass ich eben diese ganze Situation mit diesen Elementen als Magie, finde ich so geil. Das ist so ein bisschen wie Avatar, Herr der Elemente. Das hat meine Kindheit geprägt und meine Jugend. Deswegen bin ich da so richtiger Fan von. Und wenn irgendwas mit Elementarkräften sind, I'm ready for it. Und das ist so das letzte Buch, was jetzt hier so eingezogen ist. War jetzt irgendwie alles recht fix, wie wir da so durchgegangen sind. Aber endlich wieder ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal, ob ihr einer der gezeigten Bücher kennt, ob die bei euch auch eingezogen sind, ob ihr sie vielleicht schon gelesen habt und wie ihr sie fandet, wenn ja. Ich bin auf jeden Fall immer sehr, sehr gespannt, was ihr da so zu sagen habt. Schreibt mir auch gerne, wie viele Bücher bei euch eingezogen sind. Ist es bei euch auch eskaliert wie bei mir? Wie gesagt, für mich sind 10 halt eigentlich schon echt viel. Für manche vielleicht nicht, für mich schon. Deswegen, Thanks for watching. Bye.